Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Tagesthemen. Hier sind Sie im Überblick. Verschärfte Tonlage. Wie gefährlich ist der Korea-Konflikt? Verhinderte Fachkräfte. Was brachte das neue Anerkennungsgesetz? Und verfolgte Christen, wie Gläubige in Indonesien in Bedrängnis geraten. Bisher ging die Verschärfung des Konflikts zwischen Nord- und Südkorea vom Norden aus. Heute wurde der Ton aus dem Süden schärfer. Nachdem Pyongyang zuletzt den Kriegszustand mit Südkorea ausgerufen hatte, kam aus Seoul heute die Antwort. Im Falle militärischer Provokationen sollen die Streitkräfte umgehend Vergeltung üben, und zwar ohne die Folgen vorher politisch abzuwägen. Die Führer beider Länder sprechen also miteinander nur noch in Drohgebärden, so scheint es. Dabei können die Menschen in beiden Ländern noch anders. In einem gemeinsamen Projekt an der Grenze arbeiten sie sogar zusammen. Noch jedenfalls. Philipp Abresch berichtet. Kaesong, ein simpler Industriepark, jetzt Gradmesser für Krieg oder Frieden. Auf diesem Gelände arbeiten sie zusammen, die Nord- und Südkoreaner. Solange Kaesong offen ist, heißt es, sei alles okay. Und Kaesong ist geöffnet. Ein einfacher Arbeiter aus dem Süden, gerade von der Nachtschicht, wird so zum Kronzeugen der Normalität. Ich dachte, die Nordkoreaner tragen ab heute alle Kampfanzug. Es war auch ein bisschen anders als sonst, aber wir haben uns nicht unwohl gefühlt oder bedroht. Eigentlich war es wie immer. 60 Kilometer weiter südlich in Seoul, Südkoreas Präsidentin trifft sich mit ihren Generälen. Ganz so harmlos wie ihr Landsmann sieht die neue starke Frau die Lage nicht. Sie droht, wenn es irgendeine Provokation gegen Südkorea und die Menschen hier gäbe, dann sollten wir eine starke Antwort finden, ohne großartig über die politischen Folgen nachzudenken. Hätte, wäre, wenn, so klingt weichgespülte Kriegsrhetorik. Unterstützung dabei bekommt Seoul von seinem Verbündeten. Die USA verlegten heute 2 Tarnkappenjets nach Südkorea, ganze 2 Kampfflugzeuge für den Krieg der großen Worte. In Nordkorea wird schon geschossen, begleitet von martialischem Geschrei. Allerdings nicht in Richtung Süden, sondern auf den großen Klassenfeind. In Pyongyang trat heute das Parlament zusammen, zum ersten Mal in diesem Jahr. Schon vorab hatte Kim Jong-un seine Pläne gestreut für die Zukunft. Das Land soll wirtschaftlich vorankommen, aber auch sein Atomarsenal will Nordkorea ausbauen. Die amerikanischen Imperialisten wollen uns isolieren, sagt dieser Wirtschaftsfunktionär. Wir brauchen Atomwaffen. Nur so können wir unsere Wirtschaft wirklich schützen. Auf allen Seiten also auch heute verbales Schattenboxen, große Töne. Mehr ist im Moment auch nicht zu erwarten, denn ein Krieg in Korea würde vor allem eines stören, die guten Geschäfte zwischen Nord und Süd, wie hier in Kaesong. Und doch erreichte uns am späten Abend noch die Meldung, dass die USA mittlerweile auch einen mit Raketen bestückten Zerstörer in die Gewässer der Konfliktregion beordert haben. Und damit sind wir bei den Nachrichten. Und die beginnen in Syrien. In der Stadt Aleppo war am Freitag unser ARD-Kollege, der langjährige Korrespondent Jörg Armbruster, unter Beschuss geraten und verletzt worden. Seit heute ist er zurück in Deutschland. Mehr dazu von Marc Bator. Armbruster traf am Abend in Stuttgart ein. Währenddessen dauern in Syrien die Gefechte an. Nach Angaben der Opposition kamen im März bei Kämpfen zwischen den Rebellen und den Truppen von Präsident Assad mehr als 6.000 Menschen ums Leben. So viele wie noch nie in einem Monat. Menschen fliehen vor den Luftangriffen syrischer Regierungstruppen. Aufnahmen aus dem Internet. Die Bilder sollen gestern gefilmt worden sein. In Aleppo. Hier wurde Jörg Armbruster, langjähriger ARD-Korrespondent, angeschossen und schwer verletzt. Armbruster berichtet seit den 90er Jahren regelmäßig aus dem Nahen Osten, war unter anderem Reporter während des Krieges im Irak. Seit Anfang vergangener Woche war er in Nordsyrien unterwegs, um eine ARD-Reportage über die Freie Syrische Armee zu drehen. Er war ja mit seinem Team in Aleppo im fahrenden Auto unter Beschuss genommen worden, ganz gezielt, wurde dann sofort dort ins Krankenhaus gebracht. Und ich muss schon sagen, auch die Ärzte in Aleppo haben wirklich einen super Job gemacht. Laut der Organisation Reporter ohne Grenzen gilt Syrien als eines der gefährlichsten Länder für Journalisten. Eine unabhängige Berichterstattung ist hier nach wie vor extrem schwierig.
Das Sparprogramm Zyperns nimmt konkrete Formen an. Regierungssprecher Stylianides bestätigte einen entsprechenden Medienbericht. Demnach sollen Staatsbedienstete bis zu 12,5% weniger Geld erhalten. Die Renten würden um 3% gekürzt. Die Mehrwertsteuer soll von 17% auf 19% steigen. Zudem gewährten die internationalen Kreditgeber dem Land mehr Zeit zum Schuldenabbau, hieß es in Nikosia. Überschüsse müssten erst 2017 erwirtschaftet werden und nicht schon ein Jahr zuvor. Im Streit um Arzneimittelpatente hat Indiens oberster Gerichtshof ein richtungsweisendes Urteil gefällt. Die Richter entschieden, dass der Schweizer Pharmakonzern Novartis für ein Krebsmedikament kein Schutzrecht in Indien erhält. Damit kann das Präparat von einheimischen Arzneimittelkonzernen kopiert und günstiger verkauft werden. Nach Ansicht von Hilfsorganisationen sichert das Gericht damit ärmeren Menschen den Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten. Novartis kritisierte dagegen, das Urteil erschwere medizinischen Fortschritt. In Myanmar sind heute erstmals nach fast 50 Jahren private Tageszeitungen erschienen. Die Menschen in dem jahrzehntelang abgeschotteten Land konnten an den Kiosken zwischen 4 neuen Blättern wählen. Die Militärjunta hatte im früheren Birma alle Tageszeitungen verstaatlicht und eine strikte Medienzensur verhängt. Wie lange die neue Freiheit währt, ist aber unklar. Die Regierung plant ein Mediengesetz, das die Berichterstattung über bestimmte Themen verbieten soll. Das Datum 1. April verleitet dazu, Gesetze, die an diesem Tag in Kraft treten, als Scherz zu verballhornen. Aber das sogenannte Anerkennungsgesetz, das heute exakt ein Jahr lang gültig ist, behandelt eine ernste Angelegenheit: das Recht auf Anerkennung von Berufsabschlüssen, die außerhalb der Europäischen Union erworben wurden. Die Politik dachte sich damals, angesichts des Fachkräftemangels hierzulande sei es vielleicht keine schlechte Idee, das Potenzial der geschätzt 300.000 Menschen, die ihre Fachqualifikation im Ausland erreicht haben, besser zu nutzen. Heute, ein Jahr später, am 1. April, ist die Bilanz kein Witz. So richtig lustig ist das Verfahren für die Arbeitswilligen aber auch nicht. Michael Stempfle. In Aserbaidschan ist dieses Zeugnis ein Diplom. In Deutschland nicht, zumindest nicht automatisch. Doch Maschinenbauer Anar Kanbaili hat zumindest die Chance, sein Zeugnis anerkennen zu lassen. Es ist seine einzige Chance, in Deutschland etwas zu erreichen. Ich kann nicht so lange als arbeitslos Geld vom Jobcenter kriegen. Ich möchte gerne arbeiten. Kopien, Übersetzungen, Beglaubigungen. Ein Glück, dass eine Migrationsberaterin hilft. Doch der Anerkennungsprozess ist für Kanbaili nur der erste Schritt. Danach kommt die eigentliche Herausforderung, die Jobsuche. Man muss etwas noch nachhelfen, indem er die Sprachkenntnisse, die Fachkenntnisse verbessert und vielleicht ein Praktikum irgendwo findet. Dafür ist auch die Migrationsberatungsstelle zuständig. Krankenpfleger Aaron Lawrence aus Indien hat es geschafft. Dass in den deutschen OP-Sälen Fachkräfte fehlen, das war seine Chance. Und er nutzte sie auch. Geholfen hat ihm dabei nicht nur sein persönlicher Ehrgeiz, sondern auch sein Arbeitgeber. Als ich erstmal in Deutschland war, ich konnte gar kein Deutsch. Ich kann nur entschuldigen Sie und guten Morgen. Und ich habe 4 Monate Intensivkurs gemacht. Und gleichzeitig, ich habe hier Praktikum auch gemacht. Wir haben darauf geachtet, dass also auch eine Begleitung ein Stück weit in den privaten Bereich stattgefunden hat. Ob das jetzt indische Kollegen waren, wir haben hier im Haus die indischen Ordensschwestern, die sich sehr jetzt gerade im Fall von Herrn Lawrence um ihn gekümmert haben. So wie Lawrence haben bislang 30.000 Migranten einen Antrag auf Anerkennung gestellt. Da sind gerade mal rund 10% der Betroffenen. Schuld daran haben auch einige Bundesländer wie Rheinland-Pfalz. Ein Landesgesetz wie auf Bundesebene gibt es hier noch nicht. Berufsabschlüsse, für die das Land zuständig ist, können also noch nicht anerkannt werden. Chancen werden vertan. Die große Herausforderung bei diesem Thema ist, dass sehr viele mit am Tisch sitzen müssen. Es sind die Arbeitgeber, es sind die Kammern, es sind die zuständigen Ministerien, es sind die Betroffenen selbst. Und das zu organisieren, das versuchen wir auch. Ich hoffe, dass dieser Jahrestag auch dazu führt, dass das Bewusstsein in den Ländern geschärft wird. Wir müssen jetzt endlich nachziehen. Mit dem Zeugnis aus der alten Heimat in Deutschland durchstarten. Einige Migranten haben diese Chance schon ergriffen, doch es könnten noch viel mehr sein. Ostern geht zu Ende und das höchste christliche Fest wurde friedlich gefeiert in Rom, in Jerusalem und auch hierzulande. Doch weltweit betrachtet ist die wohl am stärksten verfolgte Religion zurzeit
die christliche. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, beklagte das heute. Ein Beispiel ist Indonesien. International oft gelobt für seine muslimische Demokratie, nimmt die Zahl der Übergriffe auf sogenannte Ungläubige dort stetig zu. Betroffen sind auch muslimische Minderheiten wie Schiiten. Doch in dem Staat mit der größten muslimischen Bevölkerung weltweit leiden vor allem Christen unter den Anfeindungen. Mehr als 600 Übergriffe auf Kirchen gab es allein seit 2005. Über den jüngsten berichtet Norbert Lübbers. Wir sind alle Kinder Gottes, singen sie und hoffen auf ein Wunder. Erst vor wenigen Tagen wurde das protestantische Gotteshaus versiegelt. Jetzt haben sie erfahren, dass es abgerissen werden soll. Eine Gemeinde zwischen Wut und Trauer. Seit Monaten stehen radikale Muslime am Straßenrand und fordern lautstark den Abriss der Kirche. Das ist eine schwere Zeit für unsere Gemeinde. Hier wird versucht, unsere Religionsfreiheit einzuschränken und den Ort des Gebets zu nehmen. 13 Jahre haben sie hier ihren Gottesdienst gefeiert. Die Probleme fingen an, als sie das Gebäude vergrößern wollten. Immer wieder haben sie eine Genehmigung bei der Stadtverwaltung beantragt, ohne Erfolg. Theophilus Behler setzt sich für verfolgte Christen ein. Er beobachtet eine wachsende Intoleranz in der indonesischen Gesellschaft. Das Problem seien oft Lokalbehörden, die sich von radikalen Gruppen unter Druck setzen lassen. Das hat viel mit Politik zu tun. Manche Bürgermeister wollen die Unterstützung der radikalen islamischen Gruppen. Deshalb unterdrücken sie die Christen und machen die Kirche zu und hoffen damit, die nächste Wahl zu gewinnen. 90% der Indonesier bekennen sich zum Islam. International wird das Land immer wieder als Vorbild muslimischer Demokratie gelobt. Doch auch das ist Indonesien. Reißt die Kirche nieder, schreien sie. Die sogenannte Front zur Verteidigung des Islam. Diese Gruppe hasst Minderheiten. Und das beinhaltet Minderheiten im Islam, wie die Ahmadiyya-Bewegung oder die Schiiten, und Minderheiten außerhalb des Islam. Und hier vor allem die Christen. Die Gemeinde in Westjava hat bis zur letzten Sekunde auf ein Einlenken der Behörden gehofft. Vergeblich. Gesichert von Militär und Polizei kämpft sich der Bulldozer vor. Mal wieder haben sich militante Islamisten durchgesetzt. Der Glaube an religiöse Toleranz. An diesem Tag liegt er unter den Trümmern einer Kirche. In Europa gehen die Osterfeiertage kalt zu Ende. In Polen brachte der Ostermontag sogar heftige Schneefälle mit 30 cm Neuschnee. Auf dem Land, im Zentrum und im Nordosten Polens, rissen Neuschnee und umstürzende Bäume Stromleitungen nieder. Etwa 100.000 Haushalte waren ohne Strom. Tja, dagegen war es bei uns ja noch Gold, Sven Plöger. Aber wie geht's weiter? Ja, Tombo, das ist richtig. Bei uns war es wunderbar heute. Ein bisschen Ausgleich für die übrigen Ostertage, die trüb waren. Und morgen sieht das auch nicht so schlecht aus. Der März ist zu Ende gegangen. Und wir gucken mal kurz auf die Bilanz. Sie haben alle gefühlt, es war wahnsinnig kalt. Aber hier sieht man es mal in Zahlen. Vor allen Dingen im Nordosten Deutschland 4 bis 5 Grad kälter als nach dem langjährigen Mittel. Im Süden war es 1 bis 2 Grad kälter. Und interessant sind noch diese Zahlen. Schauen Sie mal. In Hamburg die mittlere oder die durchschnittliche Höchsttemperatur jeden Tages lag gerade mal bei 3,5 Grad. Das ist derselbe Wert im März 2013 wie in Nassarswak. Das liegt in Südgrönland. Und Reykjavik auf Island ist hier noch vorne mit 4,1 Grad. Das heißt, es war wahrlich kalt. Wir gucken nach vorne und blicken jetzt in diese Nacht hinein. Zunächst mal mit Hilfe des Strömungsfilms, wo man noch mal sieht, dass die Kaltluft aus Skandinavien weiterhin über Polen zurückgedrückt wird in unsere Richtung. Also warm kann es nicht werden, aber das Wetter ist wenigstens nicht so schlecht. Wir gucken in die Nacht hinein und da sieht man es hier. Häufig ist es sternenklar, im Osten noch ein paar dichtere Wolken, im Zittauer Gebirge auch ein paar Flocken. Die Temperaturen morgen früh über Schnee hier im Nordosten, wenn es windstill ist, teilweise wieder unter minus 10 jetzt für Anfang April. Sonst ebenfalls frostig, der Vormittag recht freundlich, vor allen Dingen nach Westen und Norden. Und am Nachmittag werden die Wolken von Südosten ein bisschen zahlreicher. Sie sehen jetzt hier den Nachmittag und im Norden ist es weiterhin sehr freundlich. Dazu kommen die Temperaturen
Nordosten nur 3 Grad und im Südwesten wenigstens 7 bis 12 Grad. Das Ganze passiert weiterhin bei nordöstlichem Wind. Deswegen kann es ja nicht warm werden und teilweise ist er auch spürbar, Stärke 4 im Mittel. Die Aussichten ganz kurz, am Mittwoch gegen Abend hier vom Zittauer Gebirge und im Südosten Bayerns ein paar Flocken, sonst recht freundlich. Donnerstag insgesamt mehr Wolken und der 15-Tage-Trend für Kiel zeigt, diese Woche kühl, die nächste ein Tickchen wärmer. Der morgige Tag in schriftlicher Zusammenfassung und man kann sagen, vor Ostern kalt, nach Ostern kalt, aber wenigstens ein bisschen Sonne, Tombo. Na, wenigstens das. Danke, Sven Plöger. Und das waren die Tagesthemen. Die nächsten Nachrichten bringen die Kollegen der Tagesschau um 1:10 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Arbeitswoche.